Hallo, meine lieben Seelen, schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Mittwoch, den 21.02.2024. Und ich mische hier von Verena Quinert die Tarotkarten. Das sind die Tarotkarten für Einsteiger und ich nehme sie für die Wahrnehmungsebene. Schauen wir mal, was heute die geistige Welt dir sagen möchte. Was darfst du heute wissen? Was solltest du beachten? Was solltest du außer Acht lassen? Worauf brauchst du deinen Fokus oder sollst du deinen Fokus nicht richten? Das hier sind zwei, das ist eine. Wir haben den Eremit, hier wird dir ein Licht gegeben. Oh, Gänsehaut, Leute. Und zwar mit den vier der Stäben und wir haben den Pagen der Kelche. Ein Licht, die vier der Stäbe sind die vier Säulen eines Hauses und der Page der Kelche ist derjenige, der hier seine Gefühle zeigt. Was mir hier aber deutlich ausfällt, ist, dass der Kelch nach unten ist. Seine Gefühle fließen runter, fließen raus, über. Also es ist einfach zu viel. Wir schauen gleich mal, wo sie denn hinfließen. Jetzt schauen wir erstmal. Das ist der Ritter der Stäbe. Wir haben die Neun der Stäbe und wir haben den Pagen der Stäbe. Ja, hier die Neun der Stäbe, das ist, ich weiß, ich soll es nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, die klassische Burnout-Karte. Es ist die Belastung, die Überlastung. Es ist das, es geht nicht mehr, wie jetzt ist. Und hier kommt der Ritter und der Page der Stäbe. Beide kommen, um jeden einzelnen Stab zu nehmen und den durchzubrechen und diese Belastung, dir zu helfen, dich zu unterstützen in deiner Belastung. Und wir haben hier mit den Zehn der Schwertern, das ist das herbeigeführte Ende, ihr Lieben. Hier kommt etwas ganz aktiv in das Auflösen der Belastung. Ich habe hier das Licht und Schatten, Lenormand. Aus dem Angelina Schulze Verlag. Alle Informationen zu den Karten zu mir, wie ihr mich erreicht, welche Kartenlegungen ich anbiete, was das Seelen, die Seelenerlösung kostet, findet ihr in der Infobox, ihr Lieben. Das Haus, der Fuchs, die Vögel, der Mond und die Mäuse. Und ich nehme aus dem Königshof Torania Verlag die Kipperkarten. Das Gericht. Eine Veränderung, der Todesfall ist keine schlechte Karte, seine Gedanken und wir haben den guten Herrn. Ich will nochmal auf die Wahrnehmungsebene eingehen, auf die Karten in der ersten Reihe, das ist die Wahrnehmungsebene. Hier kommt ganz deutlich, diese Zehn der Schwerter ist, wie gesagt, das herbeigeführte Ende. Hier wird daran gearbeitet, vielleicht auch, weil du darum gebeten hast. Hast du die geistige Welt um Hilfe gebeten? Hast du gesagt, ihr Lieben, ich brauche wirklich jetzt Hilfe. Ich habe hier so viele Gefühle, die hier einfach rausfließen. Ja, ich soll es genauso hinlegen. Und das Haus steht entweder für dein Zuhause oder für deinen Körper, für deine Persönlichkeit, soll ich sagen. Und hier zeigt sich jetzt, hier fließt, es zeigt sich mit dem Eremit, der geht seinen Weg. Er geht seinen Weg zu der Energie, wo er sich zu Hause fühlt. Die vier der Stäbe sind die vier Säulen eines Hauses. Und das ist bei dir. Und dann lässt er seine ganzen, vielleicht ist er selbst überrumpelt mit dem Pagen, ist die junge Energie, dass er hier gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Dass er hier Gefühle auf einmal fühlt, mit denen er gar nichts anfangen kann. Und er lässt sie bei dir raus. Und ich habe so das Gefühl, als wenn es hier um einen Freund geht, dass hier wirklich ein Freund sagt, wisst ihr noch, Klaus Lage, tausendmal berührt? Genau das habe ich hier. Und das Gericht steht Kopf, das Gericht arbeitet und das Gericht steht mit beiden Beinen hier in deinem Zuhause. Hier wird von oben in der geistigen Welt
mega fleißig daran gearbeitet. Jetzt gehen wir auf die Herzebene. Man sagt, dort, wo der Schwanz des Fuchses ziehen zeigt, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit liegt in den Seelenpartnern. In den Seelenpartnern, dass hier einer zurückgeblieben ist und der andere kommt wieder zurück. Der andere kommt wieder zurück nach Hause. Und diese neunte Stäbe, das ist genau diese Gefühle hier, mit denen er nichts anfangen kann, die ihn vollkommen überlassen. Der Ritter, also die Stäbe insgesamt sind die Leidenschaft, ist, ja, was soll ich sagen? Also der Ritter der Stäbe, das ist der, der gerne mal fremd geht, der gerne mal über den Zaun beim Nachbarn schaut. Aber ich fühle hier ganz deutlich, dass sich das bei ihm verändert, dass er vielleicht vorher so war und jetzt aber praktisch. Ich habe gesagt, die Pagen sind die Jungen, ist der Neuanfang in den Stabkarten, der Neuanfang in der Leidenschaft. Hier geht es darum, dass der Ritter zum Pagen wird, dass der Ritter mit seiner Energie, die er vorher hatte, wie gesagt, mal schnuppern bei den anderen, wo das Gras grüner ist, jetzt aber erkennt, dass das Gras nirgendwo so grün ist wie bei dir. Und dass diese Gefühle, die er hier fühlt, dass er damit gar nichts anfangen kann und dass ihn das vollkommen übermannt. Und deswegen kommt er hier zu dir. Und dir sag bedeutet, dass entweder du ihn eingesagt hast, ihr wisst, nur metaphorisch, oder er dich. Oder ihr beide. Könnte ja auch sein. Und dass jetzt da eine Veränderung reinkommt und er mit seinen Gedanken hier dir erzählt, bei einem, wie heißt das Dinner, Moonlight Dinner, dass er dir erzählt, was er für dich fühlt, was ihm passiert ist in der Zwischenzeit, was das Licht ihm zeigt. Es muss hier nicht um die romantische Liebe gehen. Ich muss es wirklich immer wieder ganz deutlich sagen, ihr Lieben. Hier kann jemand sein, der aus der Familie zurückkommt, der eben lange unterwegs war. Der von seiner Angst erzählt, der von seinen Belastungen erzählt, der von seinem Ende erzählt, dass er, wie gesagt, die 10 der Schwerter ist das herbeigeführte Ende. Und die Schwerter gehen ja, dieser Schwert, der nimmt es hier in die Hand und der sticht auch in dieses Orakel rein. Das hier will er nicht mehr. Er will das leben und er will darüber sprechen und er weiß selbst nicht, was mit ihm passiert. Und vielleicht kommt jetzt hier ein Sohn, eine Tochter, die lange weg war, die mit Angst im Bauch, mit Magenkrummeln im Bauch an deiner Tür klingelt und hofft, dass du ihm nicht oder ihr nicht die Tür vor der Nase zuknallst und sagst, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern dass er reinkommen darf, dass ihr euch hinsetzt. Und dass ihr bei einem Glas Wein, bei einem Kaffee, bei einem Essen, draußen wie drin bei dir zu Hause, wirklich über das spricht, was vorgefallen ist. Ganz starke Energien heute. Ja, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich danke euch für jeden einzelnen Kommentar. Und falls ihr Lust habt, klickt doch bitte auf den Abo. Wenn ihr regelmäßig sowieso reinschaut, dann klickt doch auf das Abo und dann klickt auch auf das Glöckchen, damit wir uns nicht gegenseitig verpassen. Ihr seht, dieser Satz, der ist überhaupt nicht fest in mir, dass ich den jedes Mal wieder sage. Aber ich meine das wirklich, ich möchte raus, ich möchte wachsen, ich möchte größer werden und das mit euch. Und das kann ich auch nur mit euch. Und ich danke euch dafür, für eure Treue. Macht's gut. Ciao.